Soweit also die Fernsehansprache von Olaf Scholz zum 8. Mai. Olaf Scholz von der Ausstrahlung her, von der Aussprache her, betont nüchtern, so wie man ihn kennt. Dafür blicken wir jetzt umso genauer auf die Worte. Es sind starke Worte. Du hast schon gesagt vorhin, Robin, man sollte jedes Wort genau anschauen. Ja, zum Beispiel fällt ja auf, warum macht er das überhaupt? Weil der 8. Mai ist eigentlich ein Termin für Bundespräsidenten. Er zitiert auch Weizsäcker, ja. Das ist keine Niederlage, sondern eine Befreiung gewesen. Und er möchte eigentlich Wladimir Putins Geschichtserzählung widersprechen. Er sagt, die muss zurückgewiesen werden, die ist infam. Weil Putin sagt ja, jeder, der irgendwelche Einwände gegen unsere Politik hat, ist ein Nazi. Also die Ukrainer sind Nazis, wer zum CSD will, ist ein Nazi. Er hat sogar die Israelis der Kollaboration mit Nazis beschuldigen lassen letzte Woche. Und dass man da als Deutscher sagt, das ist nicht unsere Lehre der Geschichte, das finde ich schon richtig. Wobei es ist erstaunlich, dass der Kanzler es tut. Und im Weiteren hält er eigentlich seine alte Linie. Er sagt, ich unterstütze die Ukraine, aber nicht in Kriegsgefahr selber geraten. Er hat auch leicht defensive Elemente, wenn er so betont, warum das Ansprechen von Ängsten richtig war. Weil das ist ihm ja vorgeworfen worden, dass er, weil er den Atomkrieg in die Debatte gebracht hat, da ein bisschen auch für Angst sorgt. Und er vermeidet zum Beispiel den Ausdruck schwere Waffen. Er sagt schweres Gerät. Meint genau das Gleiche, aber erkennbar will Scholz Rücksicht nehmen auf die Leute, die die ganze Politik etwas skeptisch sehen. Auch vielleicht in seiner eigenen Fraktion sogar und Partei.